Guten Morgen. Heute wollte ich mir mal das Thema Migration, Demografie und Ukraine-Flüchtlinge etwas genauer unter die Lupe nehmen und zu fragen, ob die Migration aus der Ukraine ein Vorteil für Europa ist oder für einen Nachteil. Wir hatten ja 2015 die große Einwanderung aus dem Nahen Osten und es würde sinnvoll sein, hier einen Vergleich zu der Ukraine zu ziehen. Ich will Ihnen 5 Mythen nennen, die mit der vorherigen Migration zu tun hatten und die lauten wie folgt. Also erstens hieß es ja immer wieder, es sind Kriegsflüchtlinge gewesen. Mythos 1. Zweitens hieß es, die Kosten, die dadurch entstehen, sind im Grunde genommen ein Konjunkturprogramm. Der Staat gibt ja Geld aus und die Leute müssen untergebracht werden, bilden Nachfrage, sind Käufe und so weiter und so fort. Mythos 3. Langfristig kommen die Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt, zahlen Steuern, sichern unsere Renten, gleichen den Fachkräftemangel aus und sichern den Wohlstand. Mythos Nummer 4. Also es gibt demnach hier auch in Afrika keine Überbevölkerung. Das ist ein Fake-Thema. Und fünftens wurde gesagt, wenn es schon eine Überbevölkerung zurzeit gibt, ist sie nur scheinbar, weil sie mit dem Entwicklungsstand zusammenhängt. Wenn die Länder sich nachher weiterentwickeln, die afrikanischen Länder, so wie heute Europa und der Westen, dann sinkt auch die Bevölkerung, dann sinkt auch das Bevölkerungswachstum. Gucken wir uns das mal jetzt hier alles in Bezug auf die Ukraine an. Klar, die letzten 2 Punkte spielen hier keine Rolle. Beginnen wir mit dem Punkt 1. Die Ukraine-Ankömmlinge sind Kriegsflüchtlinge. Dem muss man klar widersprechen. Es sind ungefähr 8 Millionen im Ausland auf der Flucht. Davon allein 4 Millionen sind nach Polen gekommen. Eine Million ist in Russland, 1 Million in Deutschland und der Rest verteilt sich dann so auf die Nachbarländer. Die Kriegsgebiete in der Ukraine sind im Osten. Aber im Osten, in der Luganske und Donetske Oblast, wohnten vor dem Kriege nur 6,5 Millionen Ukrainer bzw. Einwohner. Das würde ja bedeuten, dass wenn 8 Millionen sich auf der Flucht befinden, dass diese Gebiete total entvölkert sind, was nicht der Fall ist. Punkt 2. Die Migrationskosten sind ein Konjunkturprogramm. Daran glaubt ja keiner so richtig, weil sonst könnte man ja sagen, man kann ja auch durch Mehrausgaben des Staates ein Konjunkturprogramm für die eigenen Bürger machen. Wie wäre es mit den deutschen Rentnern zum Beispiel? Wichtig ist, dass die Ausgaben des Staates auch in die produktive und investive Sphäre kommen und nicht nur als Versorgung und Selbstbedienung aus den Sozialkassen. Und so wie es zurzeit aussieht, sind die Ukraine-Ankömmlinge in erster Linie Frauen, Kinder und ältere Personen. Die Männer müssen ja kämpfen. Und gerade diese Struktur
macht es aus, dass sie für den Arbeitsmarkt eigentlich ungeeignet sind. Das bringt in erster Linie Kosten und, wie gesagt, die konsumtive Seite, nicht die produktive Seite. Also von einem Konjunkturprogramm kann man wohl kaum reden. Die Höhe der Kosten ist auch immens. In Deutschland hatte man bei der großen Migration 2015-2019 mit 2000 Euro pro Person und Monat gerechnet und wir kamen da gut auf 40 Milliarden Euro, die ausgegeben werden mussten. Für die Neuankömmlinge aus der Ukraine nach dem gleichen Maßstab wäre es dann nochmal 20 Milliarden mehr. Das ist natürlich ein ganz großer Batzen, wo wir jetzt gerade ja die Wirtschaftskrise haben. In Polen sind die Kosten dreimal niedriger, hängt aber mit dem dortigen Lebensstandard und dem Preisniveau zusammen. Summa summarum wird allerdings Polen wahrscheinlich genauso viel ausgeben müssen, also 40 bis 50 Milliarden wie Deutschland. Jetzt kommen wir zum Punkt 3. Die Migration sichert Wohlstand, bringt neue Fachkräfte, sichert unsere Renten. Das ist alles mehr oder weniger Wunschdenken, weil man muss sich die Entwicklung anschauen im Vergleich zu der Bevölkerungsentwicklung und dem Wirtschaftswachstum. Länder, die eine hohe Bevölkerung haben, müssen demnächst stark wachsen. Das werden wir nachher sehen, ist in Schwarzafrika nicht der Fall. Und umgekehrt, und darauf kommt es jetzt an, müsste es ja heißen, Ländern, die bevölkerungsmäßig schrumpfen, so wie beispielsweise Westeuropa, braucht nur dann Migration, wenn eine schrumpfende Wirtschaft keinen Wohlstand leistet oder kein Wachstum leistet. Und das ist auch falsch. Nehmen wir mal das Beispiel Ungarn. Die hatten vor 60 Jahren 10 Millionen Einwohner und haben heute auch 10 Millionen Einwohner. Aber die Realeinkommen haben sich verdoppelt. Also die These, schrumpfende Bevölkerung, Bevölkerungsrückgang bedeutet weniger Wohlstand, ist zunächst mal falsch. Auf der Welt gibt es eigentlich vier Muster, wie sich die Bevölkerung im Vergleich zum Wohlstand, zum Wirtschaftswachstum entwickelt. Da haben wir zum ersten Schwarzafrika, Bevölkerung steigt rasant, Wirtschaft stagniert, Realeinkommen stagnieren, es geht nicht voran, viele Leute wandern aus, Exportschlag Afrikas ist der Migranten-Export. In Asien ist es schon mal ganz anders. Nehmen wir mal China, Indien und ein paar andere aufstrebende Länder. Da haben wir starkes Wirtschaftswachstum und eine starke Bevölkerung. Also die wirtschaftliche Entwicklung nimmt diese zusätzlichen Bevölkerungsmassen auf. Der Wohlstand steigt, die Wirtschaft steigt. Das kann man sich an der Grafik anschauen, die ich Ihnen beifüge. In Südamerika ist es schon mal gemächlicher, ein mäßiges Wachstum, Entschuldigung, eine mäßige Steigerung. Und in unserem alten Europa, ja, da haben wir, wie gesagt, in erster Linie einen Bevölkerungsrückgang oder Stagnation, aber auch mäßiges Wachstum. Das sieht zurzeit ungefähr so aus, wie ich Ihnen das beschrieben habe.
Man kann natürlich jetzt hier nochmal fragen, wie sieht das ganz konkret in Ländern aus, wie Vereinigten Staaten, wo die Migration geregelt ist und das eine Leistungsmigration ist. Da haben wir natürlich auch einen Bevölkerungszuwachs und Wirtschaftswachstum. Deswegen entwickelt sich Amerika, obwohl es ja westlich von dem System genauso ist wie Europa, wie es Europa, besser. Aber wie gesagt, die haben eine kontrollierte Leistungsmigration oder Immigration und nicht hier eine Flüchtlingsimmigration wie bei uns. Vielleicht noch zwei Worte zu der Überbevölkerung in Afrika. Das hatte ich ja schon vorher erwähnt. Hier haben wir den Fall, dass es die Afrikaner gar nicht richtig zugeben wollen. Die vermehren sich massivst. Bis 2100 wird nur noch Afrika wachsen, die anderen Kontinente werden stagnieren. Die Bevölkerungsexplosion in Afrika scheint keine bremsen zu wollen oder zu können. Die Zahlen sind wirklich erschreckend und bedrohlich. In 2100 wird Afrika der Kontinent mit der meisten Bevölkerung auf der Welt. Auf allen anderen Kontinenten geht die Bevölkerung zurück, nicht in Afrika. Da soll zum Beispiel sein Land wie Nigeria mit 790 Millionen Einwohnern China übersteigen, das dann seine Bevölkerung auf 770 Millionen reduziert. Das sind zwar alles Zahlen, aber nichtsdestotrotz muss man jetzt hier irgendwelche Vorbeuge treffen. Ja, was macht die EU, was macht der Westen? Der sagt, der mischt sich da nicht ein in das Vermehrungsverhalten anderer Länder, will er und kann er nicht ingerieren. So heißt es. Da muss man dem entgegenhalten. Wenn hier in Europa bestimmte Völker zu der Ansicht kommen, sie können sich kein zweites oder drittes Kind aus ökonomischen Gründen leisten, muss es umso mehr zu dem für den politischen Zweck Afrika gelten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier etwas zu unternehmen. Beispielsweise kann man das Bevölkerungswachstum an die Wirtschaftshilfe knüpfen. Stattdessen werden nur seit Jahrzehnten sinnlos verschiedene Entwicklungshilfen gegeben für Schulen, Brunnen, Straßen und so weiter und so fort. Aber das Problem als solches wird nicht angepackt. Statt Mittel an die Bevölkerung zu knüpfen, werden Kondome verteilt. Na, ich meine, das ist nicht gerade zielführend. Ja, und die verschiedenen Organisationen, UNO, WHO, UNESCO, EU und so weiter und so fort, sind einfach hilflos, ratlos oder trauen sich nicht. Zurück zum Schluss zu unserem Thema, zu den Ukrainern. Da kann man einiges auch falsch machen, wenn man sich nicht traut, das Thema anzusprechen. Auf jeden Fall müsste es nicht so einfach sein, dass Millionen ohne mir nichts, ohne dir nichts in das Sozialsystem integriert werden. Weil damit wird eigentlich die Leistungsfähigkeit der Neueinkommenden von vornherein irgendwo reduziert, weil sich es einfach nicht lohnt. Beispiel, heute sind die Ukrainer voll in das polnische Sozialsystem integriert, bekommen die gleichen sozialen Rechte wie die Polen. Früher
mussten sie als Gastarbeiter eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr erwirken und wurden nicht mit Sozialgeschenken beworfen. Und das hat geklappt. Wie heute das alles gelöst werden soll, da bin ich überfragt. Damit möchte ich dieses Thema zunächst mal beenden.